Geboren im Feuer, was für eine Story. Unsere aktuelle Ausgabe HWK TV. Es geht um zwei Handwerksunternehmen von ganz verschiedener Größe, unterschiedlichen Produkten und auch Vertriebswegen. Was sie eint? Im Feuer bei hohen Temperaturen entstehen ihre Waren. Die einen aus Keramik, die anderen aus Teig. Das ist das Unternehmen Remserhof der Familie Gelhard im Westerwald in der Nähe von Ransbach-Baumbach. Hier entstehen Keramiken, die zu Kachelöfen zusammengebaut werden, aber auch Tassen, Töpfe oder Schmuck. Neue Wege hat Keramikermeisterin Birke Gelhard eingeschlagen, die Hobby und Beruf in ihren Arbeiten vereint. Die junge Handwerksmeisterin ist leidenschaftliche Reiterin. Ganz Frau legt sie dabei auch Wert auf das äußere Erscheinungsbild ihrer Pferde. Schmuck gehört dazu. Das gilt auch für die Backwaren in der Bäckerei Die Lohners in Polch. Hohe Temperaturen sind Voraussetzung dafür, dass hier täglich über eine Viertelmillion Brötchen entstehen oder bis zu 15.000 Brote. Doch das Sortiment ist auch saisonabhängig. Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, schlägt die Stunde der Stollen. Da haben sich die Lohners etwas Besonderes einfallen lassen. Es ist der Winzerstollen. Dessen Zubereitung und die genauen Zutaten sind zwar ein Betriebsgeheimnis, doch ein wenig lüftet HWK TV dieses Geheimnis. Doch zunächst zurück zu Birke Gelhard und ihren Pferdeschmuck aus Keramik und die Frage, woher ihre außergewöhnliche Idee dafür kam. Man findet alles fürs Pferd. Man kann also über Pferdesatteldecken mit Glitzersteinen drauf und Gamaschen, das ist das, was die Pferde um die Beine tragen, mit allen möglichen Farben und Dekoren kann man alles bekommen. Aber gerade für den Bereich, wo eigentlich so das Augenmerk drauf liegt, bei der Trense, das Kopfstück, da gibt es noch nicht so besonders viel schöne Sachen. Oder sprich, sie sind halt sehr kitschig. Und ich wollte da einfach ein bisschen was Exklusives für mein Pferd machen. Und der Clou daran sollte halt sein, dass die Reiterin das Schmuckstück auch selber tragen kann. Das heißt, es sind Ösen an den Seiten von der Trense vorhanden, dass man das abmachen kann und die Reiterin das selber auch tragen kann. So teilt man sich den Schmuck, das verbindet. Um eine Verbindung des guten Geschmacks geht es auch beim Stollen. Mandelsplitter, Zimt und Zitronat werden dem Teig zugegeben. Dann kommen die in Winzerarbeit eingelegten Rosinen, die dem Ganzen eine unverwechselbare Note geben. Verantwortlich für die richtige Zubereitung ist Bäckermeister Gerd Grützmacher. Ja, ich mache hier unseren Renner von den Stollen. Das ist der Traditionsstollen mit Früchte. Auch schon vielfach prämiert worden. Das ist ein schwerer Früchtestollen mit Rosinen, Zitronat und Orangeat, also die klassische Art. Im Moment habe ich den fertigen Teig hier, der ist schon abgebogen und rund gewirkt, rund geformt. Und ich arbeite jetzt noch die letztendlich endgültige Form aus. Auch hier gilt, alles ist reine Handarbeit und das schon lange vor Beginn der Weihnachtszeit mit beeindruckender Stückzahl. Die Saison fängt meistens im September schon an, weil die ersten Nachfragen schon kommen. Wir vertreiben ja auch Stollen über das Internet. Ich denke mal, das geht weit über 100.000. 100.000 Stollen gehen so aus Polch in alle Welt. Stückzahlen, die für Birke Gelhard kein Thema sind. Ihr Pferdeschmuck, gerade erhält dieser seine farbliche Gestaltung, wird in Kleinserie gefertigt. Nach der Arbeit an der Werkbank geht es für die Tonobjekte in den Ofen. Bei über 1000 Grad und mehrstündigem Brennvorgang ist das endgültige Erscheinungsbild erreicht. Der Schmuck fürs Pferd und die Reiterin ist fertig. Zurück in der Polcher Bäckerei. Von Kleinserie kann man hier wahrhaftig nicht sprechen. Auch nicht bei der Herstellung handgefertigter Brezeln, die unter den geübten Griffen der Bäcker entstehen. Chef Achim Lohner übernahm den Betrieb 1976 vom Vater und hatte damals eine Handvoll Mitarbeiter. Und heute? Wir sind im Moment im gesamten Betrieb bei 1050 Mitarbeiter. Wir haben 70 Auszubildende. Wie die Handwerkskammer auch voriges Jahr mitgekriegt hat, sehr gute Auszubildende mit in Leistungskursen, zweite, dritte Kammersieger dabei. Wir sind kein Industriebetrieb, wie man landläufig meint. Wenn man von draußen natürlich kommt, dann sieht man die Riesenhalle, dann denkt man, was ist das denn für ein Riesenbetrieb, das kann doch nur Industrie sein. Aber wir legen wirklich Wert darauf, dass wir noch sehr viel Handarbeit machen. Das ist auch unsere Firmenphilosophie. Ja? Wir machen also nur so viel wie nötig mit Maschinen und das meiste dann mit Handarbeit.
Das eint beide Betriebe. Da ist der Bäcker mit 1000 Mitarbeitern, hier die kleine, aber feine Keramikwerkstatt, die aus einem Stück Ton individuelle Keramiken fertigt. Eine Auswahl dieser Arbeiten stellt der Remser Hof vor Ort aus. Ein Tipp an dieser Stelle: Kunsthandwerk vom Feinsten, nicht nur aus Keramik, präsentiert noch bis zum 24. Dezember die Winterausstellung der Handwerkskammer Koblenz in der Ritzerstraße. Stichwort Ausstellung. Hier gilt auch immer, das Auge ist mit. Wörtlich nimmt das die Mannschaft um Bäckermeister Achim Lohner und hat ein neues Konzept seiner Shop-in-Shop-Lösungen entwickelt. Das Besondere, hier lodert das Feuer im Ofen und werden Brot und Brötchen bei 300 Grad frisch gebacken. Ein Renner bei den Kunden, die das Angebot ihres Bäckerhandwerks mit hoher Nachfrage belohnen. Achim Lohner über seine Vertriebsstrategie und seine Mitarbeiter. Wir sind in mehreren Märkten überall in einer guten Partnerschaft. Dass die Kunden zu uns kommen, liegt zum Teil an unseren Verkäuferinnen, die dem Kunden wirklich ein Zuhause an der Theke geben, die den Kunden mit einem kompetenten bedienen und mit einem Lächeln empfangen, und an der Qualität der Backware. Die richtige Mischung macht also den Erfolg aus. Und auch wenn beim Remser Hof und seinen Keramiken alles eine Nummer kleiner ist, mit frischen Ideen sitzt man unternehmerisch auch hier fest im Sattel. Mit dem fertigen Schmuck geht es schließlich für Birke Gelhardt und ihre Stute Grandel zum Fototermin für den Titel der kommenden Ausgabe Handwerk im Winter. Danach zum Ausritt hinein in den Westerwald. Bleibt dann am Abend die Erholung am Feuer. Die nächste Ausgabe Handwerk im Winter mit den Themen unserer heutigen Sendung erscheint übrigens am 13. Dezember in der Rheinzeitung. Dann gibt es wieder aktuell exklusiv recherchierte und geschriebene Stories aus dem Handwerk, News und Tipps zur Weiterbildung. Stichwort Weiterbildung. Das aktuelle Programm der Handwerkskammer ist jetzt erschienen und kann kostenlos bezogen werden. Auf mehr als 200 Seiten gibt es in kompakter, übersichtlicher Form das gesamte Bildungsprogramm 2009 der Handwerkskammer Koblenz. Infos und Bestellung unter hwk-koblenz.de. Und damit zurück zu Katrin Wolf.